Der Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium zu mehr Erdverkabelung geht in die richtige Richtung. Er ist aber bei weitem nicht hinreichend. Wir brauchen eine Umkehr, und zwar dergestalt, dass die Erdverkabelung der Grundsatz der Verkabelung wird und nur an den Stellen eine Freileitung errichtet wird, bei denen die Erdverkabelung aus technischen Gründen nicht möglich ist. Nur so wird man Transparenz und nur so wird man Akzeptanz schaffen. Die Idee, mehr des Kabels unter die Erde zu legen, ist wirklich nicht neu. Wir fordern das von Anfang an als Landkreise. Wenn nun aber Minister Gabriel diese Erdverkabelung vor allen Dingen in seinem eigenen Wahlkreis vorsieht, dann führt das schon zu ganz erheblichen Irritationen. Wir haben heute eine umfängliche Begutachtung gehört zum Antrag der TenneT. Das Ergebnis ist das, was wir schon erahnt haben, nur in noch erheblich größerem Ausmaß. Die beauftragten Wissenschaftler haben festgestellt, dass sehr viele methodische Fehler im Antrag enthalten sind, und viele dieser Fehler haben auch Auswirkungen auf die Trassenwahl, sodass bei einem ordnungsgemäßen Vorgehen möglicherweise ein völlig anderer Trassenverlauf zustande gekommen wäre. Und deswegen fordern wir, dass dieser Schritt dringend wiederholt werden muss, am besten unter einer neuen Prämisse, im Wesentlichen im Wege der Erdverkabelung zu arbeiten. Und dann muss man für diese Erdverkabelungstrasse einen neuen Weg suchen. Wenn das auf faire Weise geschieht, werden wir recht schnell eine befriedigende und auch akzeptierte Trasse haben und damit auch in der Energiewende weiterkommen. Die Kosten für die Erdverkabelung werden oft als Grund angeführt, dass man auf die Freileitung geht. Es gibt aber kaum eine verlässliche Auskunft darüber, wie hoch die Erstellungskosten wirklich sind. Wir gehen derzeit davon aus, dass es ungefähr das 2- bis 3-fache betragen könnte. Wenn man aber die gesamten volkswirtschaftlichen Schäden mitrechnet, die die Freileitung verursacht, dadurch, dass sich Gemeinden nicht mehr entwickeln können, dass Grundstücke weniger wert sind oder der Tourismus brach liegt, kommt man sehr schnell zu der Erkenntnis, dass das Erdkabel eigentlich die wirtschaftlichere Lösung ist. Und außerdem ist bereits nachgewiesen, dass die Folgekosten beim Erdkabel deutlich geringer sind, liegt es doch im Wesentlichen wartungsfrei im Boden.